Einbinden von My Instant Communicator in Lotus SameTime zur Verwaltung Ihrer Kommunikationen. Diese Lösung kombiniert die IBM-Instrumente Instant Messaging, Presence Service und Web Conferencing mit den Telefonielösungen und den Instrumenten für erweiterte Audiokonferenzen und Aufzeichnungen von Alcatel-Lucent. Über die Lotus SameTime Bedienoberfläche erhalten Sie einen Überblick über den Telefonstatus Ihrer Kontakte. Ihre Kollegin Anne telefoniert gerade. Da Sie sie dringend sprechen müssen, senden Sie ihr eine Instant Message. Wenige Minuten später sehen Sie, dass sie aufgelegt hat, und rufen Sie durch Anklicken in der Kontaktliste oder direkt über das Gesprächsfenster an. Eine andere Möglichkeit, Ihre Kollegin zu kontaktieren, ist die My Instant Communicator Callbox, die jederzeit in der Toolbar Ihres Computers aktiv ist. Sie befinden sich in einer Multimedia-Sitzung mit Anne über Instant Messaging oder Audio und möchten eine Person, die nicht in Ihrer Kontaktliste aufgeführt ist, mit in das Gespräch einbinden. Geben Sie hierzu während Ihres Telefonats einfach den Namen der gewünschten Person ein und wählen Sie die gewünschte Aktion aus dem Verzeichnis Optionen. Es erscheint eine Visitenkarte, der Sie auf einen Blick alle Angaben und alle verfügbaren Kommunikationsmöglichkeiten entnehmen können. Telefonnummer, geschäftlich, mit Präsenzinformation, Instant Messaging, falls verfügbar, Mobiltelefon. An dieser Stelle können Sie eine Sprachnachricht hinterlassen oder eine E-Mail senden. In diesem Fall entscheiden Sie sich dafür, Ihren Kontakt auf seiner geschäftlichen Telefonnummer anzurufen. Über die My Instant Communicator Bedienoberfläche können Sie nun alle Kommunikationsfunktionen kontrollieren. Sie können zwischen zwei Gesprächen hin und her wechseln, einen Anruf durchstellen oder beide Leitungen zu einer Konferenz zusammenführen. Mit My Instant Communicator können Sie jederzeit das geeignete Kommunikationsmedium auswählen: Voicemail, Instant Messaging, Videokonferenz. Und so weiter. Auf Ihrem Telefon geht ein Anruf Ihrer Kollegin Anna ein. Die Anrufdetails werden mit einem kleinen Pop-up-Fenster angezeigt. Sie haben nun verschiedene Möglichkeiten, diesen Anruf zu beantworten. Per Telefon, über Ihr Büro oder von einem anderen Telefon, zum Beispiel Ihrem Mobiltelefon aus. Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Anruf direkt zu Ihrer Mailbox weiterleiten. In diesem Fall senden Sie der Anruferin eine kurze Instant-Message, in der Sie ihr mitteilen, dass Sie sie in wenigen Minuten, sobald Ihre Besprechung vorüber ist, zurückrufen. Ergänzung Ihrer Telefonate mit nur einem Klick auf dem My Instant Communicator. Während des Gesprächs mit Anne können Sie mit einem Klick eine Instant-Message-Sitzung eröffnen und ihr die genaue Schreibweise eines Namens oder die Bestellnummer, über die Sie gerade sprechen, mitteilen. Wenn Sie das Büro verlassen müssen, Ihr Gespräch jedoch fortführen möchten, können Sie den Anruf mit einem Klick von Ihrem My Instant Communicator auf Ihr Mobiltelefon umleiten. Doch der My Instant Communicator hat noch mehr zu bieten, zum Beispiel den One Number Service. Wenn Sie sich gerade nicht an Ihrem Platz befinden oder auswärts arbeiten, wählen Sie einfach das Audiogerät aus, das für Sie gerade am besten geeignet ist. Zum Beispiel Ihren Multimedia-Computer oder ein Telefon, zum Beispiel Ihr Mobiltelefon, Ihr privates Festnetz oder ein beliebiges Telefon an dem Ort, an dem Sie sich gerade befinden. Sie können Ihre Multimedia-Kommunikationen weiterhin wie im Büro verwalten, ohne Ihre Kontakte unterbrechen zu müssen. Nach einer Besprechung finden Sie bei Ihrer Rückkehr ins Büro ein Ausrufezeichen auf Ihrer My Instant Communicator Schaltfläche vor, was bedeutet, dass Ihnen während Ihrer Abwesenheit Ereignisse entgangen sind.
Beim Öffnen des Mitteilungsfensters sehen Sie, dass mehrere Anrufe eingegangen sind und drei Sprachnachrichten vorliegen. Zunächst gehen Sie die während Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe durch, um festzustellen, ob Ihnen ein wichtiger Kundenanruf entgangen ist. Anschließend hören Sie sich über das Mitteilungsfenster Ihre Sprachnachrichten an. Da Sie Unified Messaging verwenden, öffnet sich Ihr E-Mail-Client automatisch. Über Unified Messaging haben Sie Zugriff auf alle Nachrichten, E-Mails, Sprach- und Faxnachrichten in der Inbox Ihres E-Mail-Client. Die Art der Nachricht wird angegeben. Wählen Sie nun, ob Sie die Nachrichten über das Telefon, schriftliche Nachrichten werden über die integrierte Audio-Toolbar gelesen oder über Ihren Computer anhören möchten. Hello, I'm speaking. Please call me back. Wenn Sie eine Sprachnachricht oder eine E-Mail beantworten möchten, klicken Sie einfach auf den Anruf-Button. Initiieren, organisieren und kontrollieren von Audiokonferenzen mit mehreren Teilnehmern innerhalb Ihrer Lotus Sametime-Bedienoberfläche ohne externen Audiokonferenzprovider. Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte direkt aus Ihrer Kontaktliste aus und starten Sie mit nur einem Klick eine Ad-Hoc-Konferenz. Während der Telefonkonferenz können Sie ganz einfach neue Teilnehmer aus dem Gesprächsfenster hinzufügen, indem Sie diese über Ihren Namen oder durch Eingabe der Telefonnummer suchen. In diesem Fall geben Sie eine externe Telefonnummer ein. Anhand der im Fenster angezeigten Symbole können Sie einfach erkennen, wer gerade spricht. Außerdem können Sie einen oder alle Teilnehmer stumm schalten oder von der Konferenz ausschließen. Durch Anklicken eines Buttons können Sie das Gespräch auch aufzeichnen. This call is being recorded. Mithilfe des Meeting Center Portals können Sie eine Besprechung mit erweiterten Audiokonferenzfunktionen einberufen. Wählen Sie aus dem Bereich für Telefondienste My Teamwork aus und speichern Sie. Die Einwahlinformationen werden automatisch in die Einladung zur Besprechung eingefügt. Externe Teilnehmer und Teilnehmer, die nur über die Audiofunktion verfügen, können durch Wählen der Einwahlnummer und Eingabe des bereitgestellten Zugangscodes auch ohne Computer über ein beliebiges Telefon an der Audiokonferenz teilnehmen. Teilnehmer, die in die Besprechung eintreten, können auch an der Audiokonferenz teilnehmen. Als Besprechungsleiter verfügen Sie innerhalb des Besprechungsraumfensters über bestimmte Kontrollmöglichkeiten. Sie können durch Eingabe von Name oder Telefonnummer weitere Personen zur Teilnahme an der Besprechung einladen. Sie können Teilnehmer stumm schalten, laut schalten oder aus der Konferenz ausschließen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Audiokonferenz aufzuzeichnen oder die Aufzeichnung zu beenden. This call is being recorded. My Instant Communicator integriert sich in Ihre Geschäftsumgebung und versetzt Sie dadurch in die Lage, wo immer Sie sind, effizienter und produktiver zu kommunizieren.